Es sind nur noch entfernte Orte auf unserem Planeten, wo wir ihnen begegnen. Sie zu entdecken, ist ein aufregendes Erlebnis. Ich gehe bis ans Ende der Welt, zu den Letzten ihrer Art. Kommen Sie mit. Es wird ein großes Abenteuer. Ruanda, im Herzen Afrikas. Ein dicht bevölkertes Land, das hoch im Virunga-Gebirge einen einzigartigen Schatz birgt. Berggorillas, die letzten der größten Menschenaffen unserer Erde. Ich bin in Kigali. Wie in allen Großstädten der Welt herrscht in diesen Straßen reger Verkehr, eine moderne, lärmende Metropole in Afrika. Man will es kaum glauben, früher hatte Kigali gerade mal 150.000 Einwohner. Aber jetzt nach dem Bürgerkrieg sind über 1 Million Menschen hier. Man kommt kaum noch über die Straße. Nachdem ich alle Formalitäten erledigt habe, kann ich endlich aufbrechen. Kultiviertes Land, wohin ich auch schaue. Jeder Quadratmeter Anbaufläche wird genutzt. Vulkanasche und Lava machen die Böden fruchtbar. Ruanda muss viele Menschen ernähren, ist voll von Kriegsflüchtlingen aus den Nachbarstaaten. An der Grenze zum Nationalpark treffe ich mich mit einem Sicherheitstrupp, den mir die Regierung zur Verfügung gestellt hat. In den Bergen sind immer noch Rebellen. Bis an das Schutzgebiet reichen die Felder heran. Schluss ist für die Bauern erst dort, wo eine einfache Steinmauer den Beginn des Gorillalandes markiert. Für die Berggorillas allerdings stellt die Mauer keine Grenze dar. Es kommt immer wieder vor, dass sie nachts hier rüberklettern und dann in die Felder gehen und in den Kartoffeln und dem Mais ziemlich viel Schaden anrichten. Gut beschützt, der erste Aufstieg durch einen Bambuswald. Was wir jetzt vor uns haben, sind ganz verschiedene Vegetationszonen. Am Anfang hier dieser Bambuswald, dann langsam steigen wir in den Bergregenwald auf. Und die Moskitos, die man hier rumfliegen sieht, sind nicht gefährlich für uns, weil hier oben in dieser Höhe gibt es keine Malaria mehr. Während in Mitteleuropa die Baumgrenze bei etwa 1500 Metern liegt, wird hier am Äquator die Vegetation mit jedem Schritt nach oben üppiger. Die Goldmeerkatze galt in Zentralafrika bereits als ausgestorben. Vor 2 Jahren tauchten plötzlich in den Bambuswäldern des Virunga-Nationalparks wieder erste Familien auf. Über ihre Lebensweise weiß man noch immer wenig. Ein tropischer Regenwurm, daumendick, über 30 cm lang. Ja, hier im Dschungel ist alles ein bisschen größer. Die Berggorillas und auch die Regenwürmer. Nach einer kurzen Rast erreichen wir in 3000 Metern Höhe unsere erste Station. Hier lebt eine von insgesamt 6 Gorillagruppen, die regelmäßig von engagierten Touristen besucht werden. Die Touristen müssen viel Geld für eine Begegnung mit unseren Vettern bezahlen. Eine wichtige Einnahmequelle, die dem Schutz der letzten großen Menschenaffen zugutekommt. Die Besuchszeit ist auf 1 Stunde beschränkt. Hautnahe Begegnung, nicht ganz ohne Risiko. Der Silberrücken hat unmissverständlich signalisiert, dass die Vorführung beendet ist. Er ist verantwortlich für den Schutz seiner Familie und führt sie tief in den Regenwald, weg von den seltsamen Eindringlingen. Von ihrer letzten Bastion aus können einige Gorillagruppen direkt in die Kulturlandschaft blicken. Der Zivilisationsdruck wächst mit dem Anstieg der Bevölkerung. Um auf 4000 Meter Höhe aufzusteigen, brauche ich einen erfahrenen Bergführer.
Ich will ins Grenzgebiet des Kongo, denn dort leben Gorillas weit ab vom Tourismus. Einige der Hütten sind in dem landestypischen Baustil errichtet. Nicht unbedingt komfortabel die Dorfkneipe. Dort soll ich den Bergführer treffen. Alles ist für meinen Einstand vorbereitet. They drink it like this? Yeah. Really? Yeah. Okay, I try. Oh, it's a lot of alcohol. Dass diese Brühe aus gekauten Bananenblättern hergestellt wird, darüber will ich gar nicht nachdenken. Das sieht auch gut aus. Bisschen wie Spülwasser. Auf dem Dorfplatz haben sich die meisten männlichen Bewohner der Bergsiedlung versammelt. Jeder möchte angeheuert werden. Eine mehrere Tage dauernde Expedition verspricht gute Bezahlung. Für 3 Euro, 4 Tage. Ich fühle mich eigentlich so ein bisschen wie ein alter Kolonialist. Die Auswahl habe ich meinem Begleiter überlassen. Die Expedition kann losgehen. Erwartungsvoll beginnen wir mit dem Aufstieg. Dieser Wald hat als Heimat der Berggorillas Geschichte geschrieben. 1902 fielen hier folgenschwere Schüsse. Der deutsche Offizier Robert von Beringe war damals unterwegs mit dem Auftrag, bisher unbekanntes Gebiet zu erforschen. Beringe traf auf Gorillas und schickte ihre Felle nach Deutschland. Zoologen bestätigten seine Vermutung. Eine neue Art war entdeckt. Nach seinem Entdecker Gorilla Beringae benannt. Im Bambuswald werden wir beobachtet. Eine Gorillagruppe mit auffallend vielen Jungtieren ist hier auf Futtersuche. Die Menschenaffen wechseln ihre Streifgebiete mit den Jahreszeiten. Als reine Vegetarier sind sie auf frische und saftige Pflanzen angewiesen. Wilder Sellerie, Labkraut und Nesseln gehören zu ihren Lieblingsspeisen. Hey, good morning. Hier fällt doch alles von den Bäumen. Morning. Ein Chameleon, das nur im Virunga-Gebirge vorkommt. Je höher wir aufsteigen, desto dichter wird die Vegetation. In diesem Blättergewirr sind die Gorillas kaum noch auszumachen. Die Suche wird immer anstrengender. So Brennnesseln gefallen, das tut alles weh. Durch das Schild durch. Auf halber Strecke unseres Tagesmarsches eine Stätte mit Gorilla-Geschichte. Auf einer Lichtung mitten im Wald ein Gräberfeld. Hier hat Dain Fosse neben ihren Lieblingsgorillas ihre letzte Ruhe gefunden. Seit der Kinoverfilmung über ihr Leben sind die meisten Namen der getöteten Gorillas weltbekannt. Vor allem mit Digit verband die berühmte Forscherin eine innige Freundschaft. Wir sind auf 3800 Meter in die subalpine Zone aufgestiegen. Es ist deutlich kälter geworden und die Vegetation hat sich stark verändert. Überall Riesensenetius und Riesenlobelien. Hier oben ist die Luft merklich dünner und es ist feucht. Am frühen Morgen will ich mit Fidel eine Gorillagruppe suchen. Um die Tiere möglichst wenig zu stören, ziehen wir nur als kleine Gruppe los. Vor mir entfaltet sich eine einzigartige Pflanzenwelt, wie ich sie noch nie gesehen habe. We can go under. What's easier? Under. Okay. Die Berggorillas machen es uns nicht einfach, sie zu finden. Es geht auf und ab. Überall wachsen Riesenlobelien, die bedingt durch die Höhe eine ganz eigene Wuchsform haben. Ähnlich wie Nadelbäume in den alpinen Regionen der Alpen. Ja.
Fidel hat eine Entdeckung gemacht. Wir sind auf eine Falle von Wilderern gestoßen. Doch nicht wie weiter unten, um Schierantilopen und Schwarzstirnducker darin zu fangen, sondern eindeutig Gorillas. Wenn ein Tier in die Falle tritt, gibt es kein Entrinnen. Will es sich befreien und fängt an zu zerren, zieht sich die Schlinge noch enger zu und schneidet tief ins Fleisch. Manchmal so tief, dass der Gorilla den Fuß oder die Hand verliert. Nach stundenlangem Suchen finden wir endlich einen Gorillatrupp. Hier oben kommen keine Touristen hin. Nur Forscher sind in der letzten Zeit ein paar Mal zu diesem Verband vorgestoßen. Deshalb sind die Tiere kaum an Menschen gewöhnt. Wir müssen vorsichtig sein, denn nur solange der Silberrücken nicht nervös wird und unsere Anwesenheit akzeptiert, kann ich einzigartige Bilder drehen. Ich will versuchen, noch näher an die Gruppe heranzukommen. Noch sind die Gorillas völlig unbefangen und ihr Anführer bleibt gelassen. Die Dunkelheit kommt hier schnell. 2 Tage bleibe ich bei der Gorilla-Familie und wir gewöhnen uns aneinander. In der letzten Nacht will ich noch einmal zu ihnen. Ich hoffe, dass sie nicht weitergezogen sind, denn mich interessiert, ob die Gorillas nachts aktiv sind oder nur schlafen. Mit einem speziellen Restlichtverstärker vor der Kamera kann ich auch im Dunkeln beobachten und filmen. Längst haben sie bemerkt, dass sie nicht mehr alleine sind, doch sie lassen sich nicht stören. Ich bin erstaunt, wie lebhaft sich die Tiere in ihren Schlafnestern verhalten. Die Nacht dauert hier 11 Stunden, viel Zeit zum Schlafen. Auch tagsüber ziehen sich die Tiere mehrmals in ihre Schlafnester zurück, die täglich neu gebaut werden. Denn Gorillas sind, wie alle Affen, nicht stubenrein. Früh am Morgen hat der Silberrücken seinen Clan eine Etage tiefer geführt. Dort wachsen die krautigen Lieblingspflanzen besonders üppig. Fast 40 verschiedene Pflanzenarten stehen auf ihrem Speiseplan. Das sind 2 starke Männchen, 2 Silberrücken. Erstaunlich, wie tolerant diese Tiere mir gegenüber sind. This was pretty close. Einem Berggorilla Aug in Aug gegenüberzustehen, ist für mich eines der stärksten Erlebnisse. Als dann ein Weibchen ihre haarigen Arme um mich legt, fühle ich eine tiefe Verbundenheit mit unseren Verwandten. Nördlich des Himalaya scheint die Welt fast menschenleer. Man trifft höchstens auf Jagdherden und ihre Hirten, hier in der Einsamkeit des Tian-Shan-Gebirges, das von China bis nach Tadschikistan reicht. Ein alter Militärlaster rumpelt mit mir durch die bergige Wildnis. Michael sagt, dass der Militärtransporter ungefähr 100 Liter auf 100 Kilometer braucht. Und er hat natürlich einen Benzinmotor, weil im Winter wird es hier so kalt, dass Diesel einfrieren würde. Nach dem kurzen Tankstopp geht es weiter. Zwar langsam, aber stetig kämpft sich das Gefährt bergan. In Kirgisistan gibt es nur wenige Straßen und noch weniger Autos. Es kommt, was kommen musste. Eine Panne beendet abrupt meine wenig komfortable Reise. Für
Für meine Begleiter ist das Ganze nichts Ungewöhnliches. Während sie nach dem Fehler fahnden, mache ich mich allein auf, um seltene Spuren zu suchen. Ich bin hier, um ein Tier zu finden, das es nur ganz selten gibt. Das Marco Polo Agali-Schaf. Zum Glück bin ich gut ausgerüstet. Alles runter. Meine Wasserflasche. Bretthart gefroren. Fast 4000 Meter hoch hier. Und das im November. Bis über 7000 Meter Höhe erstreckt sich die alpine Bergwelt. Zahnpasta ist eingefroren, will nicht raus. Lass mal auftauen. Fängt ja gut an, der Tag. Seit Tagen hatte ich keine Waschgelegenheit mehr. Fett und Schmutz schützen die Haut, sagen die Kirgisen. In der trockenen, fast sterilen Bergluft schwitzt und riecht der menschliche Körper kaum. Ich denke, einmal reicht. Ich bewege mich auf den Spuren von Marco Polo. Schon im 13. Jahrhundert ist der große Reisende hier durchgezogen. In seinem Bericht schreibt er von riesigen Wittergehörnen, aus denen die Einheimischen Schutzwälle für ihr Vieh bauten. Mit etwas Glück ist der gewaltige Kopfschmuck bis heute zu finden. Das Skelett des alten Witters ist durch die trockene Luft, Eis und Frost bestens erhalten. Für meine Expedition in die eisige Bergwelt brauche ich vor allem robuste und kräftige Pferde. Überall in Zentralasien ist einmal in der Woche Pferdemarkt, ein gesellschaftliches Ereignis. Das Pferd ist älter als 4 Jahre, definitiv. Der wollte mich schon betuppen. Davon werden wir in den Bergen jede Menge brauchen. Wenn wir die Geröll halten, hoch und runter reiten. Meine Begleiter sind Onur und Tamer. Sie wollen mich ans Ende der Welt führen, wohin sich die letzten Marco Polo Agalis vor den Jägern zurückgezogen haben. Wir hoffen, im chinesischen Grenzgebiet auf die Riesenschafe zu stoßen. Tagelang geht es aufwärts. Und tatsächlich, in mehreren Kilometern Entfernung sichten wir ein Rudel, jenseits der chinesischen Grenze. China-Plocher. Dorthin dürfen wir den Agalis nicht folgen. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit, die Beschläge der Pferde zu prüfen. Wenig später versperrt uns ein eisiger, reißender Fluss den Weg. Da! Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Durchgang zu wagen. Auch wenn ich Angst habe, von der starken Strömung mitgerissen zu werden, falls Artak, mein Pferd, ins Schlittern kommt. Die anderen sind schon drüben. Und auch Artak kämpft sich Schritt für Schritt durch das eisige Wasser. Die Pferde sind müde, das Wetter wird immer schlechter. Bei einem befreundeten Jäger von Onur wollen wir Schutz vor der beißenden Kälte suchen. Tama verlässt uns, er kehrt um. Er befürchtet, dass er für Wochen hier festsitzt, wenn die Schneefälle stärker werden. In der Jurte fühle ich mich wie in einer Luxusherberge. Es ist warm und trocken und es riecht nach Essen. Das erste gehaltvolle Essen wieder seit 3 Wochen. Es tut wirklich gut. Nach 2 Tagen lässt der Schneefall endlich nach. Khan begleitet uns. Er war lange Schneeleopardenfänger für die Sowjetregierung. Die Katzen brachten gute Devisen. Das Ganze hier ist wirklich eine Tortur. Für Ross und Reiter. Vor allem die eisigen Fallwinde machen uns zu schaffen. Auf einem geschützten Hügel entdecken wir einen der seltenen Schneeleoparden. Als ich ihm zu nahe komme, zieht er sich in verbuschtes Gelände zurück.
Immer tiefer dringen wir in die unwirkliche Bergwelt des Tianshan-Gebirges vor. Wir sind jetzt ungefähr 4300 Meter hoch. Die Luft ist schon ganz schön dünn hier. Jeder Schritt ist super anstrengend. Und das Kamera-Equipment drückt ordentlich auf den Schultern. Aber es muss ja einen Grund geben, warum die Marco Polo Agalis noch nie gefilmt worden sind. Wir sind jetzt ganz nah an der Gruppe dran. Die Marco Polos stehen direkt hier auf der anderen Seite des Hangs. Ungefähr 200 Meter von uns entfernt. Sie können uns nicht sehen. Und sie können uns auch nicht wittern. Der Wind steht direkt auf uns zu. Ich beschließe, mich mit Schneehemd getarnt, ganz allein an die Tiere heranzupirschen. Immer höher steigen die Marco Polo Agalis. Sie haben mich längst bemerkt und ich steige ihnen hinterher, auch wenn der Abstand immer größer wird. Die sichere Entfernung erlaubt ihnen, eine kurze Rast einzulegen. Ich will jetzt versuchen, wenn sie alle dort oben über den Grat gestiegen sind, ihnen nachzusteigen. Der Wind ist günstig. Da kann nichts passieren. Für die grandiose Landschaft habe ich keinen Blick mehr. Mein Fokus richtet sich nur auf die Marco Polo Agalis. Ich steige wie von einem Band gezogen ihnen weiter nach. Ich bin bald oben. Noch 100 Meter. Aber ich denke, ich habe keine Chance mehr, die Marco Polos ranzukommen. Die sind schon weit, weit weggezogen. Ich denke, hier oben gehört der Mensch nicht hin. Ich bin in der indonesischen Inselwelt unterwegs. Und hier hinter mir, auf dieser Insel, lebt die größte Landechse der Erde, der Komodo-Varan. Mein Schiff nimmt Kurs auf die kleinen Sunda-Inseln. Starke Meeresströmungen umgeben diese Eilande ganz im Süden Indonesiens. Die Menschen hier leben von dem, was das Meer ihnen gibt. Doch der Markt bietet noch anderes. Fast alles, was man hier kaufen kann, kommt aus der Region. Ohne Handeln geht hier gar nichts. Aus Gründen der Haltbarkeit werden die Hühner lebend angeboten, denn Kühlschränke gibt es kaum. Für uns eher befremdlich. Ich habe inzwischen beschlossen, mich die nächsten Wochen mehr vegetarisch zu ernähren. Das Angebot an Obst und Gemüse ist verführerisch. Die Überfahrt zur Dracheninsel verläuft ohne Probleme. Die See ist ausnahmsweise spiegelglatt. Rinscha ist mein erstes Ziel. Ich bin total aufgeregt. Endlich wird ein Kindheitstraum wahr. Schon als kleiner Junge habe ich mir gewünscht, einmal im Leben die Komodo-Warane live und lebendig zu sehen. Nach 2 Kilometern Fußmarsch zur Unterkunft schon eine Begegnung. Da ist der erste Waran. Ich kann es nicht glauben. Das ist ein junges Tier. Komodo-Warane schlafen nachts. Sie sind nicht nachtaktiv. Das heißt, sie liegen eigentlich nachts in selbstgegrabenen Höhlen. Sie sind nur am Tage aktiv. Müssen sich auch jeden Morgen aufwärmen. Am nächsten Tag traue ich meinen Augen kaum. Ein Waran verschwindet in aller Seelenruhe in meinem Badezimmer. Oh, er trinkt aus dem Klo. Das Tier ist etwa 2 Meter lang. Sein Verhalten lässt darauf schließen, dass es diese Wasserstelle nicht zum ersten Mal aufsucht. Offensichtlich hat sich die Echse an die Nähe der Menschen gewöhnt. Noch ist der Morgen kühl und das wechselwarme Reptil entsprechend steif und langsam. Sonst wäre das hier lebensgefährlich. Immerhin können Komodo-Warane kleinere Beutetiere sogar durch Schwanzschläge töten. Gefährlicher sind allerdings die Bisse.
Der giftige Speichel tötet das Opfer sicher. Mein erster Gang über die Insel bleibt ziemlich ergebnislos. Die karge Landschaft wirkt wie ausgestorben. Von exotischer Tierwelt keine Spur. Nur in feuchten Senken stoße ich auf Hinterlassenschaften der Drachenechsen. Das Ganze sieht hier so ein bisschen wie ein großer Büffelfriedhof aus. Überall liegen Knochen rum von ihnen. Wenn die Wasserbüffel von den Komodo-Fahrern verletzt sind, dann ziehen sie sich natürlich auch in diese Sulen hier zurück, um ihre Wunden zu kühlen und ihr Fieber zu senken. Der da ist völlig fit und genießt seine Sule. Junge Warane bevorzugen die Sicherheit der Bäume. Hier finden die Jungtiere zudem genügend Nahrung, Käfer, Heuschrecken und kleinere Echsen. Am nächsten Tag treffe ich auf eine Gruppe wahrer Giganten. Sie kommen an die größten ihrer Art schon nah heran. Die werden 3,5 Meter lang, 120 Kilo schwer und fast einen Dreiviertelmeter hoch. Auf Rinscha leben die Echsen häufig in unmittelbarer Nachbarschaft mit den Bewohnern des Dorfes. Nicht ohne Grund. Mit ihrer feuchten, gespaltenen Zunge nehmen die Warane ständig Duftstoff aus der Luft auf, ziehen die Zunge in den Rachenraum und haben oben im Gaumen so eine Art innenliegende Nase. Dort werten sie die Botenstoffe ganz schnell aus. Und was könnte verführerischer duften als das, was menschliche Haushalte bieten? Selbst wenn die Häuser auf Pfählen gebaut sind. Die Warane hält das nicht ab, vor der Haustür nach Futter zu suchen. Für uns unvorstellbar haben sich die Menschen an die Gegenwart der Echsen gewöhnt. Sie kennen die Gefahr und versuchen, die ungebetenen Gäste, so gut es eben geht, von den Häusern fernzuhalten. Trotzdem, kurz vor meiner Ankunft auf der Insel wurde ein 9-jähriger Junge von einem Waran getötet. Selbst kleine Bissverletzungen führen innerhalb kürzester Zeit zum Tod. Gegen den giftigen und hochinfektiösen Speichel wirkt kein Antibiotikum. Mitte Juli herrscht Paarungsstimmung. Der Konkurrenzkampf ist hart, denn es gibt dreimal mehr Männchen als Weibchen. Die Drohlaute der Rivalen klingen wie aus Pressluftflaschen entweichende Luft. Ihre Zähne sind klein, aber messerscharf. Die eigentliche Waffe ist die Nackenmuskulatur. Damit können sie eine unglaubliche Kraft erzeugen, die den Gegner regelrecht aushebelt. Dem Sieger winkt die Belohnung. Der vorsintflutliche Treckermotor verrichtet selbst nach 50 Jahren noch seinen Dienst. Ich will auf die Hauptinsel Komodo. Dort soll es mehr Warane geben, die nicht in der Nähe von Menschen leben. Korallenriffe umgeben die Inseln, was ein Anlanden mit größeren Schiffen schwierig macht. Ohne den ständigen Einsatz der Lenzpumpe würde auch unser Boot mehr unter als über Wasser fahren. Wir steuern eine Siedlung an, die abseits der Bootsanlegestelle für Touristen liegt. Kein Telefon hier, keine Post, keine Autos, keine Motorräder. Dies ist noch eines der ursprünglichen Dörfer hier, wie man sie an der ganzen Küste von Indonesien findet. Übergriffe von Waran sind relativ selten. Hier leben nicht nur die größten Landechsen der Erde, hier gibt es auch pro Quadratmeter Boden die meisten giftigen Tiere. Ich trage deshalb extra weite Hosen. Die meisten Giftschlangen, die hier vorkommen, sind nicht sehr groß. Wenn eine Schlange erst mal etwas im Maul hat, fängt sie sofort an, ihr Gift zu injizieren. So, das Gift kann dann prima an der Innenseite meiner Hosenbeine herunterlaufen. Und da ist es wesentlich besser aufgehoben als in meinem Bein. Hier kann überall was drunter liegen, was einem nicht so ganz geheuer ist. Oh, da ist schon was. Die Russell's Viper ist wie alle Vipernarten nicht besonders schnell. Ihr tödliches Gift lässt Beutetiere innerhalb kürzester Zeit innerlich verbluten. Okay, wenn ich sie ganz vorsichtig packe, kann nicht viel passieren. Was ist sie?
Ihre Giftzähne sind hier oben ziemlich groß drin. Ja, davon möchte man doch wirklich nicht gebissen werden. So, ich denke, ich lasse hier mal ihren Frieden. Stundenlang bin ich im Landesinneren unterwegs, auf der Suche nach den Drachenechsen. Oh, hier ist ein totes Tier. Hier ist eine tote Wildziege. Er ist schon ziemlich lange tot. Totenstarre ist schon wieder aus ihr raus. Warane haben eine ganz spezielle Jagdstrategie. Größere Beutetiere werden von ihnen oft nicht sofort getötet und gefressen, sondern sie werden nur gebissen. Und weil der Speichel der Warane hochinfektiös ist, sterben die Tiere meistens innerhalb von 3-4 Tagen an einer Sepsis. Und weil die Warane sehr gut riechen können, finden sie innerhalb von wenigen Tagen dann ihre Beutetiere. Und tatsächlich, lange muss ich nicht warten. Es ist ein Riesendrachen. Solange nicht klar ist, welche Richtung die Riesenechse einschlägt, ist das keine ungefährliche Situation. Der Waran hat seine Wahl getroffen und fängt sofort an zu fressen. Er hat mit einem Biss ihr den Kopf abgebissen. Ein weiterer Gigant taucht auf. Ohne mich zu beachten, geht er zielstrebig zum Kadaver. Kommt ein Weibchen. In kürzester Zeit fressen jetzt 4 große Warane um die Wette. Ohne jegliche Aggression gegeneinander. Es ist genug für alle da. Eine Rangordnung scheint es unter den Tieren nicht zu geben. Solange die Echsen so beschäftigt sind, kann ich es wagen, ganz nah heranzukommen. Die Warane sind jetzt so in einer Art Blutrausch. Und wenn sie die Ziege aufgefressen haben, bin ich vielleicht der Nächste, der dran ist, weil sie noch mehr Beute wollen. Niemals hätte ich zu hoffen gewagt, dass ich die größten Landechsen der Erde einmal aus dieser Nähe erleben und filmen werde. Ich fühle mich mittendrin im Jurassic Park. Warane haben aufgefressen. Ich denke, ich ziehe mich zurück. Und auch die Warane gehen wieder ihrer Wege. Fünf der kleinen Sunda-Inseln sind seit 1980 streng geschützt. Seitdem sind die Bestandszahlen der Komodo-Warane ziemlich konstant geblieben. Abseits der lärmenden Welt haben die letzten Drachen nur noch hier ein sicheres Rückzugsgebiet gefunden. Jenseits der kleinen Sunda-Inseln gibt es im dicht besiedelten Indonesien längst keinen Platz mehr für die wilden Drachen. Australien. Ich bin unterwegs in den Northern Territories. In diesem Gebiet leben die größten Panzerechsen der Welt, Salzwasserkrokodile. Und die will ich finden. Geheimnisvolle Spuren von Australiens Tierwelt haben schon die Ureinwohner vor Jahrtausenden hinterlassen. Darunter auch ein Hinweis auf gigantische Reptilien. Viele gibt es in freier Natur nicht mehr. Einige der Felsmalereien hier sollen über 20.000 Jahre alt sein. Keiner weiß aber das genaue Alter. Zeugnisse einer längst vergangenen Zeit, die bis heute nichts von ihrer großen Verehrung der Natur verloren haben. Ende April ist die Regenzeit vorüber. Vor mir liegen die größten Sumpfgebiete Nordaustraliens. Noch vor einem Monat stand eine Fläche dreimal so groß wie Bayern komplett unter Wasser. Paradiesische Verhältnisse für Krokodile. Jetzt zieht sich das Wasser langsam zurück. Und mit ihm
die Panzerechsen. Ich muss mich beeilen, wenn ich die Giganten unter ihnen hier noch treffen will. Und treffen heißt für mich, möglichst nahe herankommen. Sümpfe sind gut für Überraschungen. Direkt vor mir taucht eine große Echse auf. Seit 140 Millionen Jahren existieren diese urzeitlichen Reptilien fast unverändert. Sie haben die Ära und den Niedergang der Dinosaurier erlebt und unbeschadet überstanden. Um das Tier nicht zu stören, muss ich mich möglichst leise annähern. 5 Meter, schätze ich, dürfte dieses Exemplar lang sein. Doch alle Vorsicht ist umsonst. Die Riesenechse ist schlecht gelaunt und warnt mich auf ganz spezielle Weise. Immerhin eine erste Begegnung, allerdings für die nächsten Tage auch die einzige. Hier im Norden des 5. Kontinents liegen extreme Landschaften dicht beieinander. Wo immer Termiten trockenes Land finden, machen sie sich an die Arbeit. Ihre Bauten gleichen modernsten Hochhäusern. Unermüdlich bauen die fleißigen Insekten an ihren komfortablen Wohnungen. Was hier hinter mir wie ein Waldfriedhof aussieht, das sind die Bauwerke der Kompasstermite. Und das Besondere an ihren Burgen ist, dass sie immer in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet sind. Das heißt, wenn hier mittags so richtig die Sonne drauf brennt, kriegt die ganze Termitenburg so gut wie keine Wärme ab. Und das ist wichtig für die Termiten, weil die in ihrem Bau eine konstante Temperatur brauchen. Dass die Krokodile Nordaustraliens nicht nur in den Sümpfen und Flüssen vorkommen, sondern sogar ins offene Meer hinausschwimmen, hat ihnen den Namen Salzwasserkrokodile gegeben. Ob unter oder über Wasser, die Echsen machen sich rar. An einem breiten Fluss versuche ich mein Glück. Mit meiner Vermutung liege ich richtig. Gewaltige Krokodile tauchen vor mir auf. Ihr wahres Ausmaß lassen sie an Land erkennen. Dieser Bursche macht einen gelassenen Eindruck. Vielleicht ist das ein Kandidat, an den ich herankomme. Ah, wir laufen schon wieder auf Grund. Na, immerhin. Zum Glück zeigt der Krokodilmann überhaupt keine Angriffslust. Aber er hat mir zu verstehen gegeben, dass er sich im Wasser sicherer fühlt, wenn ich so nah bin. Ich bin zuversichtlich, dass mir dieses Reptil filmisch noch viel bieten kann. Vorne liegt ein totes Känguru. Das Krokodil traut sich noch nicht so richtig ran. Aber es hat's in der Nase. Ich denke, es kommt jeden Moment wieder. Das ist meine Chance für eine außergewöhnliche Perspektive. Die Echse kann dem Geruch des Kadavers nicht widerstehen. Sie kriecht in aller Seelenruhe in nur 2 Meter Entfernung an mir vorbei. Jeder kann sich vorstellen, wie mir in dieser Situation zumute ist. Unbeeindruckt holt sich das Krokodil seine Beute und verschwindet genauso friedlich, wie es gekommen ist, wieder im Wasser. An die 7 Meter, die von der Wissenschaft als Maximum beschrieben werden, reicht dieser Gigant noch nicht ganz heran. Trotzdem eine Begegnung der aufregenden Art. Aber es kommt noch besser. Mich schützt am Abend ein Feuer vor anderen gefräßigen Monstern, den Moskitos. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Bestände der Salzwasserkrokodile glücklicherweise wieder wachsen. Davon kann ich mich in der Nacht überzeugen. Mir bietet sich ein Schauspiel, das es nur hier gibt. Wie Sterne am Firmament blitzen unzählige Lichter im Wasser. Es müssen Jungtiere sein, die sich in dieser geschützten Bucht versammelt haben. Für eigene Territorien sind sie noch zu klein. Wie die meisten nachtaktiven Tiere haben auch Krokodile eine vertikale Pupille und hinter der Netzhaut eine reflektierende Schicht. Das, was uns heute so ein bisschen schaudern lässt, war früher die Jagdmethode der Krokodiljäger. Mit großen Lampen haben sie die Tiere angeleuchtet, um sie dann zu schießen.
Kaum vorstellbar, dass so ein Winzling in 50 Jahren zur größten Panzerechse der Welt wird. Ach, der Kleine dürfte nicht sehr alt sein. Wenn sie Stress kriegen, stoßen sie diese Stresslaute aus. Etwa 50% von ihnen werden den ersten Geburtstag nicht erleben. Die Fürsorge der Eltern hört nach wenigen Wochen schon auf. Und dann werden sie zum Teil der Beute, zur Beute der eigenen Eltern. See you later, Gator. In den Gezeitenregionen der Flüsse finden die Krokodile auch nach der Regenzeit ausreichend Nahrung. Mit dem ablaufenden Wasser kehren sie hierher, in ihre angestammten Territorien zurück. Mit der Beute sind sie nicht wählerisch. Das sieht hier vor mir aus wie eine Känguru-Kolonie. Unglaublich, wie viele Tiere das sind. In so einem Gebiet, wo es so viele Kängurus gibt, sind die auch die Hauptbeute von den großen Krokodilen. Alles, was sie überwältigen können, wird auch gefressen. An meinem letzten Tag will ich einen Tauchgang mit dem Krokodil wagen, das mich so nah an sich herangelassen hat. Natürlich hoffe ich, dass es satt ist. Es ist zum Greifen nah. Krokodile können, was ihre Beute angeht, nicht sofort sich auf neue Beutetiere einstellen. Sie sind festgelegt auf Wallabies, auf Fische, auf Wildschweine, auf Dingos. Und ich bin für sie was ganz Neues, das kommt auch noch hinzu. So, sie brauchen eine gewisse Zeit, um mich als Beute zu identifizieren und zu nutzen. Und diese Zeit will ich mir zunutze machen, um die Krokodile zu drehen. Nur deshalb kann ich das Experiment noch einmal wagen. Und wieder ignoriert mich die Echse, obwohl sie direkt auf mich zukommt. Das ist einer der magischsten Momente in meinem Leben.